Meeresbrise und Magie. Entspannung in Barcelona. Eine Traumreise für mehr Urlaubsgefühle und Zeit im Alltag. Willkommen zu Entspannung wirkt. Deinem Podcast für Traum- und Fantasiereisen. Diese Traumreise bringt dich nach Barcelona. In Kataloniens Hauptstadt am Mittelmeer, die für die Strandpromenade bekannt ist, für Parks und kunterbunte Gebäude des Architekten Gaudí. Wie die Sagrada Familia zum Beispiel, eine Kathedrale wie ein steinerner Wald. In ihr erlebst du das Gefühl von Zeitlosigkeit und Zeitfülle und bist eingeladen, auch im Alltag mehr innezuhalten und dir Freiräume zu schaffen. Am Ende der Reise verabschiede ich mich leise von dir. So kannst du einschlafen oder weiterschlafen, wenn du möchtest. Bevor es losgeht und bevor du durch die magische Tür trittst, mach es dir doch erst einmal ganz bequem da, wo du bist. Spür in dich hinein und nimm das, was kommt, einfach wahr. Genauso wie dein Atem, der ganz natürlich ein- und wieder ausströmt. Du entspannst deine Muskeln deine Arme und Beine lassen los. Genauso deine Hände und Füße. Und dein Brustraum wird frei und weit. Während dein Herz ruhig und gleichmäßig für dich schlägt. Genauso. Wunderbar. Atem strömt ein wie von selbst, gleichmäßig und immer tiefer. Diese Lebenskraft, die dich atmet, seit dem Tag deiner Geburt.
und langsam darf sich in dir nun der Raum der inneren Bilder öffnen. Vielleicht siehst du vor geschlossenen Augen eine Tür. Eine Tür beschlagen mit Eisen und bewachsen mit Efeu. Du drückst die Klinke herunter und die Tür öffnet sich. Langsam trittst du über die Schwelle. Willkommen. Wie schön, dass du da bist. Du bist in Barcelona. Der Stadt am Meer in Spanien. Es ist ein früher Morgen und du spürst die besondere Stimmung in einer Stadt, die noch schläft. Und so freust du dich auf einen kleinen entspannten Spaziergang, den du am Mercat de la Boqueria startest. Barcelonas berühmtestem Markt, der sich in einer überdachten Halle befindet. In der Halle ist es angenehm schattig. Die Händler haben ihre Waren bereits ausgebreitet. Du siehst Äpfel, Zitronen und Pflaumen, die zu Pyramiden aufgetürmt sind. Garnelen leuchten zartrosa im Eis und es duftet nach Minze und Basilikum. Du schlenderst an den Ständen vorbei und bewunderst Zöpfe aus Peperoni und Blumen, auf denen der Morgentau perlt. So, als wärest du in einem Stillleben aus dem Barock gelandet. An einem Orangenstand hat eine Händlerin Früchte ausgepresst und füllt den goldgelben Saft
in Glasflaschen. Einer möchte sie dir schenken. Nimm gerne, du bist eingeladen. Du verlässt die Markthalle und läufst die Fußgängerzone entlang. Die Geschäfte sind geschlossen und über den Dächern geht die Sonne diesig an einem weißen Himmel auf. Es wird ein warmer Tag, aber noch ist es kühl. Besonders hier, an dem kleinen Park, an dem du vorbeikommst. Du siehst eine große, bunte Skulptur und der Morgenwind rauscht durch Eukalyptus- und Pinienbäume. Schließlich gelangst du zu einem besonderen Haus, das einen Drachen darstellen soll. Bleib einmal stehen und betrachte es genauer. Auf dem Dach sind blaue und türkisfarbene Keramikfliesen wie Schuppen angeordnet. Die Balustraden der Balkone im ersten Stock sind geschwungen. Sie sollen an das Maul des Drachen erinnern. Die Casa Batlló stammt von dem katalanischen Jugendstilarchitekten Antoni Gaudí. Und wer weiß, woran du bei einem Drachen denken musst, der friedlich im Schein der aufgehenden Sonne schläft. Vielleicht an einen Glücksdrachen oder daran, dass er dich beschützen kann.
Moment später stehst du wie von Zauberhand vor dem Eingang eines Parks. Zwei Pförtnerhäuschen erinnern mit weißen Dächern an zuckrige Cupcakes. Dahinter siehst du ein weiteres Tier. Ein riesengroßer Salamander, der über und über mit bunten Mosaiksteinchen besetzt ist, räkelt sich in der Sonne. Neben ihm führt eine Treppe zu einer Aussichtsplattform. Sie ist eine Einladung an dich, emporzusteigen. Und so beginnst du mit dem Aufstieg. Und mit jeder Stufe, mit jeder Zahl, die ich nenne, lässt du doppelt so tief los. Eins. Du machst dich auf den Weg einer Reise und lässt doppelt so tief los. Zwei. Spürst, wie sich ein angenehmes Urlaubsgefühl in dir ausbreitet, während du doppelt so tief loslässt. Drei. Du lässt doppelt so tief los, und erlaubst dir vier, noch tiefer zu gehen in die Entspannung. Und fünf, lässt doppelt so tief los. Doppelt so tief loslassen, auch mit der 6. Du bist am Aussichtspunkt. Dein Blick schweift über Barcelona, über Häuser und Gassen bis zum Meer.
vielleicht spürst du einen sanften Wind. Einen Wind, der dich einlädt, deine Alltagsgedanken, die dir vielleicht noch immer durch den Kopf gehen, loszulassen. Und so schweben deine Gedanken in den Himmel. Schönen weiten Himmel bis zum Meer. Du schließt die Augen. Und im Vertrauen darauf, von etwas gehalten zu sein, das größer ist als du, lässt du noch mehr los. Lässt alles los. Schultern möchten schmelzen. Während die Schwerkraft deine Kiefermuskeln ganz sanft nach unten zieht. Und sie löst und lockert. Als du die Augen wieder öffnest, befindest du dich in der Innenstadt. Du siehst eine mächtige Kathedrale. Riesige Sandburg aussieht. Mit schmalen Türmen und Türmchen. Türmen wie Spindeln. Sich im hellen Stein verträumte bunte Fenster. Du stehst vor der Sagrada Familia, der heiligen Familie Barcelonas berühmtester Kathedrale.
Du betrittst sie durch das Rund des Eingangs und staunst drinnen über das bunte Licht, das die Sonne auf den Boden malt. Überall sind verspielte Details, Blätter, Blumen, Säulen. Es könnte auch das Zauberschloss von Oz in der smaragdenen Stadt sein. Du läufst umher und kommst an einem Gerüst mit einer Leiter vorbei. Es erzählt davon, dass die Kirche immer noch nicht fertig ist. Dabei wurde ihr Bau vor über 100 Jahren begonnen. Wann ist die Kirche endlich vollendet, wurde der Architekt Gaudí gefragt. Mein Kunde hat keine Eile, antwortete er und meinte Gott mit seinem Kunden. Überleg mal, wie ist es in deinem Leben? Wann darfst du mal richtig viel Zeit haben? Und wo darfst du dir Zeit lassen? Vielleicht magst du dir jetzt die Erlaubnis geben, dir künftig Zeit für die Dinge zu nehmen, die dir wichtig sind. Leicht erlebst du auch jetzt in diesem Moment das Gefühl einer gedehnten Zeit. Einer Zeit jenseits vom Alltag. Wunderbar schwebenden Zustand einer ganz besonderen Entspannung. Lass dieses Gefühl der Zeitlosigkeit, der Fülle von Zeit in dir ankern. Das Gefühl zu schweben.
wer weiß, wie es sich für dich anfühlt. Ob du dich über das Geschenk der Zeit freust oder ob du einfach Hoffnung schöpfst für mehr Entschleunigung im Alltag, für Pausen, denn jeder Mensch braucht einmal eine Pause. Früher oder später oder jetzt. Genieß dieses Gefühl der gedehnten Zeit. Einen Moment lang in deinem Tempo und auf deine Weise. Du bist am Strand, an der Barceloneta. So heißt die Promenade von Barcelona. Du spürst den Sand unter deinen Füßen. Spazierst vielleicht am Strand entlang. Vielleicht aber auch setzt du dich hin und lässt den Sand durch die Finger rieseln. Wie in einer Sanduhr mit gedehnter Zeit.
Das Meer breitet sich vor dir aus. Ein flüssiger Teppich. Und die Sonne zaubert einen goldenen Steg auf das Wasser. Der mitten in den Himmel führt, mitten in die Wolken. Und wer weiß, woran du bei diesem magischen Anblick denkst. Wie wohl du dich fühlst. An diesem schönen Ort. An dem die Wellen kommen und gehen. Kommen. Ich verabschiede mich nun leise von dir. Du kannst gerne noch hier am Strand bleiben und ein wenig dösen. Dich hinlegen. In den Himmel und in die Wolken schauen. Einschlafen, wenn du magst. Du bist hier in Sicherheit. Oder du kehrst zurück in die wache Welt. Ganz so, wie du es magst. Ich danke dir für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Thank you.